Anschluss finden 3, Tutorial, Kapitel 10a, Leseheft, Das Rad, eine tolle Erfindung. Toll, dich wiederzusehen. Heute haben wir wieder einen Sachtext. Einen Sachtext erkennt man daran, dass es wirklich um eine Sache geht. Außerdem kommt kein Ich darin vor. Und es gibt auch meistens keine wörtliche Rede. Bei unserem Sachtext geht es um eine Erfindung. Meinst du, dass es der Schlitten ist? Ich glaube nicht, denn du kennst ja den Titel unseres Tutorials schon. Wir meinen heute, dass es eigentlich das Rad schon immer gegeben haben muss. Aber das stimmt gar nicht. Vor etwa 5000 Jahren, das ist schon lange her, kannten die Menschen das Rad noch gar nicht. Aber sie hatten schon angefangen, Häuser zu bauen. Da es noch keinen Beton und keine Ziegelsteine gab, bauten die Menschen ihre Häuser mit Felsbrocken. Du kannst dir sicher vorstellen, wie schwer diese riesigen Steine waren. Und natürlich lagen die Steine nicht dort, wo sie sie brauchten. Deshalb mussten sie die Steine transportieren. Zuerst nahmen sie Schlitten dafür. Die gab es nämlich schon. Aber das funktionierte wirklich gut nur im Winter. Und da war es schwierig, Felsbrocken zu finden. Im Sommer ließen sich die Schlitten nur sehr schwer bewegen. Einige Zeit später kamen sie auf die Idee, Baumstämme nebeneinander zu legen. Dann konnte man den Felsen rollen. Aber dann musste der letzte Baumstamm wieder vorne hingelegt werden, damit es weitergehen konnte. Das war auch schwer, denn auch Baumstämme sind schwer und das Ganze dauerte sehr lange. Noch um einiges später kamen die Menschen auf die Idee, Scheiben von Baumstämmen abzuschneiden. In die Mitte steckten sie eine Holzstange. So konnte man die Räder drehen. Darauf bauten sie aus Holz Kisten. Das war dann der erste Wagen. Leider rollten die Wagen nicht gut, weil natürlich ein Baumstamm nie ganz rund ist und deshalb die Räder auch nicht wirklich rund waren. Außerdem waren die Räder sehr, sehr schwer. Die Speichenräder waren da schon besser. Sie wurden zuerst aus Holz, dann aus Metall gebaut. Aber das war noch mal viel, viel später. Sie waren natürlich leichter als die Räder vorher und es war auch einfacher, das Metall rund zu biegen, sodass sie schon besser fuhren. Erst im Jahr 1845, also vor etwa 180 Jahren, erfand ein Mann, der Dunlop hieß, einen Reifen, der um das Rad gebaut wurde. Er war aus Gummi und mit Luft gefüllt. Damit war das Fahren schon viel angenehmer. Aber bis die Räder so wurden, wie wir sie heute kennen, verging noch viel Zeit. Aber eines ist ganz sicher: Das Rad ist und war eine wirklich tolle Erfindung. Bei unserem Text haben wir eine Besonderheit. Links findest du eine gerade Linie mit kleinen Strichen. Du kennst das bestimmt schon aus der Mathematik mit dem Zahlenstrahl oder aus der Sachkunde mit dem Zeitstrahl. Das Besondere ist, dass gar keine Zahlen bei den Strichen stehen, sondern nur die Bilder und dass sie den Absätzen im Text zugeordnet sind. So kann man genau sehen, welches Bild zu welchem Absatz gehört. Auf der Seite 21 findest du wieder die Erklärungen für unbekannte Wörter.
Die Aufgabe 1 kennst du auch schon. Wir haben Verben im Präsens, das ist die Gegenwart, also jetzt, und im Präteritum, das ist die Vergangenheit, also vorbei. Die musst du natürlich auch auswendig lernen. Aber du sollst sie auch im Text markieren. Das erste Wort transportieren ist schon markiert. Also nun wie immer, Lesetext sehr oft leise lesen, dann jemandem laut vorlesen. Wörter anschauen und merken, vor allem die Artikel, dann die Verben im Text markieren und auswendig lernen. Wir sehen uns dann wieder beim Arbeitsheft Kapitel 10b, das Rad, eine tolle Erfindung. Bis gleich!